بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى والتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir machen weiter insha'Allah ta'ala unsere Reihe über die Prophetengeschichten und heute mit Teil, ist glaube ich schon der vierte Teil, oder? Oder ist der dritte Teil? Der vierte Teil der Reihe. Ja, der vierte Teil der Reihe und der dritte Teil zu Adam alayhi salam. Und es wird noch einen vierten Teil zu Adam alayhi salam geben, insha'Allah ta'ala. Der Grund, warum wir uns mit Adam alayhi salam so ausführlich beschäftigen, ist einfach, weil es hier wirklich um grundlegende Aspekte der Menschheit geht. Es geht hier um uns. Also die gesamte Geschichte von Adam alayhi salam erklärt eigentlich alles, was uns Menschen betrifft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf diese Geschichte so ausführlich eingehen. Ich möchte beginnen, insha'Allah ta'ala, mit einer kurzen Wiederholung der letzten Einheit, des letzten Vortrages, indem wir über diesen ersten Kontakt zwischen Adam alayhi salam und Iblis alayhi la'natullah gesprochen haben. Und wie Iblis Iblis versucht hat, dann Adam alayhi salams Schöpfung klein zu reden. Er sei nur ajwaf, das heißt nur hohl. Mit anderen Worten, er ist jemand, der sehr anfällig ist für äußere Einflüsse, der sich nicht beherrschen kann, der seine Neigungen befolgt. Und dann haben wir uns mit den Vorzügen von Adam alayhi salam beschäftigt gehabt und aufgezeigt, warum Allah Ta'ala von den Engeln verlangt hat, dass sie sich vor Adam alayhi salam niederwerfen sollen. Und wir hatten mehrere Dinge genannt gehabt. Was sind die Gründe, warum Allah Subhanahu wa Ta'ala von den Engeln verlangt hat, sich vor Adam alayhi salam niederzuwerfen? Lass uns die nochmal kurz zusammenfassen, insha'Allah Ta'ala. Wir hatten drei oder vier Gründe genannt gehabt. Ja. Allah hat Adam mit seinen Händen erschaffen, direkt. Natürlich ist das immer im übertragenen Sinne zu verstehen, weil wir können die Hände Allahs, also die Eigenschaft der Hände, können wir nicht vergleichen mit unseren Händen. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Keiner ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Ja, wir schreiben Allah Ta'ala diese Eigenschaften zu, aber ja, wir sagen ganz klar, dass es keine Ähnlichkeit gibt zwischen Gottes Attributen und den Attributen der Menschen, in keiner Hinsicht. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat Adam alayhi salam in einer Form geschaffen, wie er kein anderes Geschöpf erschaffen hat. Die Engel hat er erschaffen und auch die Jinn und andere, ja, mit den Worten Kun fayakun, sei und sie waren. Aber Adam alayhi salam, ja, wurde gestaltet von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dann, was noch? Was hat Adam a.s. noch ausgemacht? Ja. Dass er von Allahs Seele. Sein Geist. Allah hat ihn von seinem Geist eingehaucht. Und das ist der Punkt, auf den ich mal eingehen wollte, weil da hat mich jemand auf YouTube darauf hingewiesen, dass es falsch verstanden werden könnte. Ich möchte das nochmal erläutern. Ich habe mich, glaube ich, auch falsch ausgedrückt, muss man ganz offen sagen. Und zwar damit ist nicht gemeint, dass der Mensch in sich etwas Göttliches trägt, im Sinne von, dass ein Teil der Göttlichkeit in dir ist, sondern es ist im übertragenen Sinne zu verstehen. Also dieser göttliche Funke, mit dem meinte ich nicht, dass sozusagen der Mensch etwas Göttliches an sich hat, sondern dass Allah Ta'ala den Menschen geehrt hat, indem er nämlich gesagt hat, ich habe ihm von meinem Geist eingehaucht. Das heißt, Allah Ta'ala, er verbindet ja, die Erschaffung des Menschen mit seinem Geist, ohne dass im Menschen selbst etwas Göttliches wäre. Gott ist Gott, transzendent, ja, ein eigenes Wesen, man kann ihn als Wesen bezeichnen, ja, und Mensch ist Mensch. Nur Allah Ta'ala, er hat die Seele des Menschen mit seinem Ruh verbunden in diesen Ayat, um aufzuzeigen, dass die Seele des Menschen etwas sehr Besonderes ist. Und dass Allah Ta'ala selbst
dem Menschen, insbesondere dem ersten Menschen, diese Seele eingehaucht hat. Und um aufzuzeigen, dass nichts Lebendiger auf dieser Welt existieren könnte, ohne Allah, dem Lebendigen. Allah ist nämlich Al-Hayy und Al-Qayyum. Er ist Al-Hayy, der Lebendige, dessen Leben schon immer existiert hat und auch immer existieren wird. Und Al-Qayyum, Al-Qa'imu bi nafsihi, das heißt derjenige, der auf sich selbst gestützt hat und der niemanden anderen braucht, um sich auf ihn zu stützen. Al-Ghani, der Unabhängige in jeder Hinsicht. Und das, was jetzt das Besondere am Menschen ist, ist, dass Allah Ta'ala nicht einfach den Menschen erschaffen hat, sondern er hat seine Schöpfung gebunden, und das ist eine Ehrung für die Menschen, mit seinem Geist, mit seinem Leben. So, als würde Allah uns sagen wollen, die Schöpfung des Menschen ist eine besondere Schöpfung. Und das ist mit diesen göttlichen Funken gemeint. Das meinte ich damit. Also im übertragenen Sinne, nicht, dass das jemand falsch versteht. Gut. Das ist auch geklärt, inshallah. Und so haben doch die Gelehrten das interpretiert. Ja, wa nafakhtu fihim ruhi. Die haben immer wieder gesagt, das ist sozusagen ein Tashrif. Es ist ein Tashrif, es ist eine Ehrung. Allah Ta'ala will einfach damit zum Ausdruck bringen, ja, dass er den Menschen in besonderer Weise geehrt hat, indem er nämlich die Einhauchung der Seele mit sich selbst verbunden hat und mit seinem Geist verbunden hat, auch wenn im Menschen selbst nichts Göttliches ist. Aber Allah Ta'ala sich es selbst zuschreibt. Ich hoffe, das ist verständlich geworden, inshallah. Und nicht dann, dass das jemand missversteht, inshallah Ta'ala. Was hatten wir noch gesagt gehabt? Was macht noch den Menschen so besonders? Ja. Allah hat Adam die Fähigkeit gegeben, rational zu denken. Genau, Allah Ta'ala, er hat dem Menschen diese Fähigkeit gegeben, zu denken, rational zu denken, ein intelligentes Wesen zu sein, was lernen kann, was sich Wissen aneignen kann. Und deswegen, die höchste Stellung, die ein Mensch erreichen kann, ist welche? Die Stellung eines Wissenden. Was sagt Allah Ta'ala? شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und die Malaika, die Engel bezeugen dies, und die Ulul Ilm, und die Wissenden. Die Gelehrten, sie bezeugen dies ebenfalls. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat die Wissenden auf die Stufe der Engel gestellt. Allah Ta'ala, er hat die Wissenden auf die Stufe der Engel gestellt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Nur die Ulama, die Gelehrten, sie haben Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weil durch ihr Wissen sie erhöht werden. Durch ihr Wissen sie erhöht werden. Ja? Und wir hatten, glaube ich, noch eine vierte Sache erwähnt gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, noch eine vierte Sache hatten wir erwähnt gehabt. Und zwar der freie Wille. Der freie Wille, der den Menschen ebenfalls zu etwas sehr, sehr Besonderem gemacht hat. Und jetzt berichtet Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir es gesagt hatten, das wird ja an sieben Stellen im Koran erwähnt. Diese Geschichte mit den Malaika. Dass sie sich niederwerfen sollten vor Allah. Und jetzt berichtet Allah ta'ala immer wieder, dass es unter den Engeln Iblis gab, der nicht bereit gewesen ist, sich niederzuwerfen. Allah Ta'ala, und hier ein Beispiel aus Surat Sa'd, er sagt, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Also vor Adam. Und wir haben auch gesagt, was damit gemeint ist. Es kann wirklich gemeint sein, dass sie sich niedergeworfen haben, also wie wir das machen, Sujud. Oder es kann im übertragenen Sinne gemeint sein, ja, dass sie in dem Dienst des Menschen stehen sollen. Und dementsprechend das durchführen müssen, ja, was Allah von ihnen verlangt, für den Menschen. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Fallt und werft euch vor ihm nieder. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder. Jetzt kommt diese Ausnahme. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Außer Iblis. Er verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Gut. Hier stellt sich natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage.
Eine Frage, die auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht einfach zu beantworten ist und über die sich die Koran-Exegeten, die Mufassirun, lange Gedanken gemacht haben. Und zwar, wir wissen ja, dass Iblis eigentlich gar kein Engel gewesen ist. Wie kann es dann sein, dass von ihm überhaupt verlangt wird, dass er sich niederwerfen soll? Könnte es nicht sogar sein, dass Iblis eigentlich in diesem Sinne Recht hatte, sich nicht niederzuwerfen? Weil er gar kein Engel war, weil wie der Koran in Surat al-Kahf gesagt hat, Iblis war ein was gewesen? Ein Djinn. Er wurde aus Feuer erschaffen. Und das ist klar und deutlich, ist eindeutig, auch wenn es hier unterschiedliche Auffassungen gibt, aber eigentlich ist es eindeutig. Iblis war kein Engel. Weil wäre er ein Engel gewesen, dann hätte er was? Dann hätte er sich gar nicht dagegen stellen können. Weil die Natur der Engel, die Wesensart der Engel ist, dass sie sich nicht frei entscheiden können. Sie haben gar nicht die Fähigkeit dazu. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, hat sich Iblis zunächst erst einmal überhaupt angesprochen gefühlt oder nicht? Und das müssen wir ganz klar mit Ja beantworten. Obwohl er kein Djinn war, obwohl er kein Engel war, wusste Iblis, dass er sich ebenfalls niederwerfen muss. Er war nämlich auf der Stufe der Engel gewesen. Und deswegen, Iblis, er sagt ja nicht zu Allah, oh Allah, du hast es ja gar nicht von mir verlangt, dass ich mich niederwerfen soll. Sondern er argumentiert ganz anders. Er sagt, ich bin besser als er, ich werfe mich nicht vor ihm nieder. Er sagt nicht, oh Allah, ich bin doch gar nicht damit gemeint, ich bin kein Engel. Sondern er hat verstanden und gewusst, er ist angesprochen, er ist damit ebenfalls gemeint. Weil sonst hätte er Allah Ta'ala auch ganz anders geantwortet, weil Allah Ta'ala, er fragt ihn, qala ya Iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O Iblis, sagte er, also Allah, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Er wusste, er ist damit angesprochen. Verhältst du dich hochmütig, astakbart? Am kunta min al-alin, oder gehörst du etwa zu den Überheblichen? Glaubst du etwa, du wärst irgendwie besser als er? Iblis, er antwortet und sagt, qala ana khayrun min. Er sagte, ich bin besser als er. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mich hast du aus Feuer erschaffen, wohingegen du ihn aus Lehm erschaffen hast. Iblis nennt einen klaren Grund, warum er das nicht getan hat. Er sagt nicht, oh Allah, ich bin kein Engel und ich habe es so verstanden, dass nur die Engel sich niederwerfen müssen. Sondern er wusste ganz genau, er ist ebenfalls damit gemeint. Und er ist ebenfalls angesprochen mit diesem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala sich niederzuwerfen vor Adam alayhi salam. Also im Grunde genommen auch im Dienste Adams zu stehen. Und er hat sich verweigert, weil er hochmütig gewesen ist. Weil er rassistisch gewesen ist. Weil er glaubte, er wäre besser als Adam alayhi salam. Und das ist das eigentliche Problem. Und das erklärt auch schon die gesamte Geschichte, weil viele fragen sich, ja, war er nun ein Engel, dass er sich niederwerfen sollte oder nicht? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes. Fühlte er sich angesprochen oder fühlte er sich nicht angesprochen? Ja, und er fühlte sich angesprochen und er wusste, dass er auch damit gemeint ist. Und das ist das Wichtige. Er wusste ganz genau, dass dies Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Und er hat sich dem verweigert und er hat auch begründet, warum er sich verweigert hat. Und das Interessante an der ganzen Sache ist was? Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass Allah Ta'ala ihn nicht einfach vorverurteilt hat. Sondern Allah Ta'ala, er hat ihn gefragt. Er wusste es ohnehin. Allah Ta'ala hätte ihn gar nicht fragen müssen, aber er wusste es. Und trotzdem hat er ihn gefragt, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verteidigen. Und daraus lernen wir eine sehr, sehr wichtige Lehre, meine lieben Geschwister. Sehr wichtige Lehre. Und zwar, dass Allah Ta'ala keinen Menschen zu Unrecht verurteilen wird. Jeder Mensch, egal Muslim, Kafir, egal wer, wird das Recht haben, sich zu verteidigen bei Allah Ta'ala. Jeder Mensch. Könnte Allah Ta'ala die Menschen nicht einfach so bestrafen? Könnte er. Ja, wenn Allah Ta'ala doch ohnehin weiß, was wir tun, warum sind wir nicht gleich im Paradies und in der Hölle? Der Grund ist, Allah Ta'ala, er verurteilt einen Menschen nicht für etwas, was er nicht getan hat, sondern nur für etwas, was er getan hat. Und nicht nur das.
Er verurteilt ihn nicht nur für etwas, was er getan hat, sondern er gibt ihm sogar noch die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, warum er es getan hat. Es gibt etliche Überlieferungen, die genau darüber sprechen. Hört euch mal diese schöne Überlieferung an. Unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam über die Abrechnung am jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, يُدْنَ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Mu'min wird seinem Herrn am jüngsten Tag nahegebracht. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ. Allah Ta'ala, der Herr der Erhabenheit, wird seinen Schutz über ihn tun, sodass er nicht bloßgestellt wird. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Und er wird ihn seine Sünden eingestehen lassen. فَيَقُولْ يَا عَبْدِ أَلَمْ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. Oh mein Diener, hast du nicht dies und jenes an jenem und jenem Tag getan? Guck mal, Allah Ta'ala hält ihm das vor und er gibt ihm die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und der Mensch dann, der Mu'min gewesen ist, wird sagen, Bada ya Rabbi, ich hab's getan, ja Allah. Woraufhin dann Allah Ta'ala antworten wird, und das gilt für die Mu'min, لَقَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. Ich habe diese Sünde in der Dunya bedeckt gehalten und werde sie dir heute vergeben. Und er bekommt dann sein Buch mit der Rechten. Auch ein Käfer oder jemand, der nicht Mu'min gewesen ist, bekommt diese Möglichkeit. Aber es wird eine harte Gerichtsverhandlung, bei der man nicht gewinnen kann. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt hierzu, man nuqisha al-hisaba yawm al-qiyamati u'adhib. Mit wem bei der Abrechnung diskutiert wird am jüngsten Tag, der wird bestraft. Keine Chance. Aisha fragt, ja Rasulallah. Aber Allah sagt doch in Surat al-Inshiqaq, er sagt doch, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Und was denjenigen anbelangt, der sein Buch mit der Rechten bekommt, der kriegt eine leichte Abrechnung. Das heißt, es gibt Leute, die haben eine leichte Abrechnung. Woraufhin der Prophet zu Aisha sagt, ja Aisha, إِنَّمَا ذَلِكَ هُوَ الْعَرْضُ. O Aisha, das ist nur der Ard, die Vorstellung, so wie wir es gerade in diesem ersten Hadith gehört haben. Und dann bestätigte der Prophet nochmal seine erste Aussage. Man nuqisha al-hisaba yawm al-qiyamati u'adhib. Mit wem diskutiert wird, bei der Abrechnung am jüngsten Tag, der wird bestraft. Keine Chance. Der hat keine Chance, weil dann kommen Dinge hervor, die er nicht verheimlichen kann. Allah Ta'ala erkennt diese Dinge. Aber nicht nur das. Allah Ta'ala, er wird ihn nicht nach seinem Wissen verurteilen, sondern er wird ihm Belege vorbringen. Hört euch mal diese Überlieferung an, bei der der Prophet sogar schmunzeln musste. Und zwar wird es jemanden geben am jüngsten Tag, der zu Allah sagen wird, ja Allah, hast du Beweise dafür, was du sagst? So werden die Menschen vor Allah stehen am jüngsten Tag. Sie werden sagen, hast du Beweise? Du sagst doch, du bist der Gerechteste aller Gerechten. Und du wirst niemandem Unrecht tun. Gibt es Beweise? Woraufhin Allah Ta'ala seinen Mund versiegeln wird. Verschließen wird. Und seine Hände und seine Beine werden anfangen zu reden. Und sie werden alles erzählen, was er gemacht hat. Alles. Und nachdem sie fertig sind, wird er wieder reden können. Und er wird nur eine Sache sagen. Taballakum wa ankum kuntum udafi'. Verflucht seid ihr. Und euch habe ich verteidigt. Also in der Dunya habe ich darauf geachtet, dass es euch gut geht. Dass es den Händen gut geht und den Füßen gut geht. Ja, sie werden bezeugen. Die Engel werden bezeugen. Die Erde wird bezeugen. Das heißt mit anderen Worten, es wird sehr, sehr gerecht sein. Allah Ta'ala gibt jedem Menschen, sogar Iblis, gibt er die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Subhanallah. Sogar Iblis gibt dann die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Und das zeigt uns, dass Allah Ta'ala der Gerechteste aller Gerechten ist. Selbst mit dem Aduwullah, mit dem Feind Allahs, Iblis, alayhi la'natullah, ist Allah Subhanahu wa Ta'ala gerecht verfahren und hat ihm eine Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, sich zu verteidigen, zu erklären. Und Allah Ta'ala ist nicht nur gerecht, sondern er ist darüber hinaus auch noch barmherzig. Und er vergibt den Menschen, wenn er seine Sünden eingesteht. Und Iblis, wie gesagt, er hat gesagt, ich bin besser als er. Rassismus, die erste Sünde, die schlimmste Sünde. Rassismus, eine Form von Hochmut, eine Krankheit in den Herzen der Menschen. Zu glauben, sie seien besser aufgrund ihrer Hautfarbe.
zu glauben, sie seien besser aufgrund ihrer Herkunft, zu glauben, sie seien besser als andere aufgrund ihrer Familie. Das ist eine satanische Idee. Das ist eine satanische Idee. Weil es nämlich dem Wesen Iblis entspricht, der aus diesem Grund von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ausgeschlossen wurde. Nur aus diesem Grund. Er konnte sich nicht überwinden. Weil er dachte, das Material, aus dem er erschaffen wurde, sei besser als das Material, aus dem Adam a.s. erschaffen wurde. Und leider gibt es heutzutage sogar viele Muslime, die so denken. Viele Muslime. Rassismus ist leider auch ein muslimisches Thema. Das müssen wir ganz offen sagen. Es ist nicht so, dass es nur unter Nicht-Muslimen Rassismus gibt. Gibt es natürlich extrem viel. Das wissen wir auch. Aber auch unter Muslimen gibt es Rassismus. Alltagsrassismus. Dass man glaubt, wenn man Araber, Türke, Bosniake, Pakistaner und das ist kein Volk ist ausgeschlossen. Ich habe Rassismus schon überall erlebt. Afrikaner, weiß ich nicht, was man glaubt, dass man nur deswegen besser sei als andere. Wie oft habe ich das erlebt? Dass Leute jemanden abgelehnt haben, ihn sogar kennenzulernen, nur kennenzulernen, gar nicht zu sagen, okay, wir sind bereit, dir unsere Tochter sozusagen zur Frau zu geben. Nur sogar kennenlernen an sich, abgelehnt haben, diesen Menschen kennenzulernen, weil er nicht aus demselben Land stammt wie sie selbst. Nicht, dass sie gesagt haben, okay, wir gucken mal, was das für ein junger Mann oder auch umgekehrt, junge Frau. Ich habe es auch sowohl als auch, sondern bei Männern, die Probleme haben mit ihren Familien, als auch Frauen, die Probleme haben mit ihren Familien, wo die Familien sich querstellen, wirklich querstellen. Kommt nicht in die Tüte, kommt nicht. Nein, du wirst niemals jemanden heiraten, der nicht Jemenit ist. Niemals jemanden heiraten, der nicht Libanese ist. Niemals jemanden heiraten, der nicht Pakistaner ist. Niemals jemanden heiraten, der nicht Bosniake ist. Habe ich schon bei allen Nationalitäten erlebt. Fast allen, nicht allen, aber fast allen. Ne? Bei fast allen Nationalitäten habe ich das erlebt. Eine Krankheit, wo ich sage, Subhanallah, was ist los mit euch? Wo ist der Islam? Wo ist der Islam, der Bilal gleichgestellt hat mit Abu Sufyan? Der Salman al-Farisi gleichgestellt hat mit Suhaib al-Rumi? Wo sind diese Dinge? Als einmal Abu Dharr al-Ghifari, er sagt zu Bilal, Ibn al-Sauda, oh du Sohn einer Schwarzen, will ihn damit beleidigen. Abu Dharr, Bilal geht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagt zu ihm, ja Rasulullah, Abu Dharr hat das und jenes über mich gesagt. Der Prophet ruft Abu Dharr und sagt, stimmt das? Er sagt, ja. Und er sagt zu ihm, innaka mru'un fika shay'un min jahiliyyah. Du bist jemand, in dem noch etwas von der Jahiliyyah, von der vorislamischen Zeit ist. Weil der Islam ist gekommen, um genau diese Dinge, dass ich anfange, mit meinen Vorvätern zu prahlen, mit meinem Stamm zu prahlen, aufzuheben. Das schließt nicht aus, dass ich meine Heimat nicht liebe. Unser Prophet Sallallahu liebte seine Heimat. Aber zu glauben, ich bin besser, nur weil ich Araber, Türke oder Kurde oder was ich was bin. Was ist das? Was hast du denn dafür gemacht? Was ist deine Leistung, dass du Araber bist? Was hast du dafür getan? Nichts. Du bist einfach in eine arabische Familie hineingeboren, nicht mehr und nicht weniger. Was ist deine Leistung, dass du Türke bist? Nichts. Das, was dich ausmacht, ist das, was du aus deinem Leben machst. Ob du gottesfürchtig bist oder ob du nicht gottesfürchtig bist. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Der Edelste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Und nicht der Arabischste, der Türkischste, der Deutschste. Der Gottesfürchtigste. Und das müssen wir verinnerlichen, meine lieben Geschwister im Islam. Iblis ist deswegen vom Weg abgekommen. Und ich muss mich vor dieser Sache warnen, bewahren, schützen, damit ich den gleichen Weg wie Iblis gehe. Dann, ebenfalls, es ist die Eigenschaft des Hochmuts. Die Eigenschaft des Hochmuts, dass ich glaube, ich bin besser als andere Menschen. Auf Menschen herabschaue. Das Paradies ist denjenigen verwehrt, die in ihrem Herzen auch nur einen Krümel Hochmut haben. Weil der Hochmut gebührt nur einem. Nämlich wem? Wem gebührt der Hochmut? Allah. Niemandem anderen. Und deswegen zu den Namen Allahs gehört welcher Name?
kennen wir alle, der mit, mit dem Hochmut zu tun hat. Al-Mutakabbir. Was heißt Al-Mutakabbir? Al-Mutakabbir ist der Hochmütige. Wie? Allah ist hochmütig? Ja. Und er kann es sein. Weil er es ist, er steht über uns. Wir sind alle gleich. Wir sind alle aus Erde erschaffen worden. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Alle sind wir gleich. Alle Armen haben alle einen Vater, eine Mutter. Alle. Bestehen alle, ja, aus Zellen. Allah Ta'ala, er steht aber über uns. Er ist ein Mutakabbir. Du bist in keiner Weise anders als jemand anderes. Unabhängig davon, ja, ob du mehr Geld hast, ob du mehr Wissen hast. Am Ende sind wir alle gleich vor Allah und wir wissen nicht, wer wirklich eine Hochstellung bei Allah hat. Vielleicht derjenige, über den sich alle lustig machen, ist gerade derjenige, der die höchste Stellung bei Allah hat. Wir wissen es nicht. Wir denken, guck mal, was ist das für ein einfacher Mensch. Ja, vielleicht ist es gerade derjenige, der so einfach ist, so primitiv ist, kaum gebetet ist, aber ein sehr, sehr reines Herz hat, derjenige, der bei Allah Ta'ala die höchste Stellung hat. Und vielleicht ist gerade derjenige, der das Geld hat und der weiß ich was hat, der nichts wert ist bei Allah. Einmal liefen zwei Männer am Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorbei und saßen. Und er fragte dann die Leute, was sagt ihr über den? Und sie sagten, das ist jemand, der ist angesehen, ist reich. Wenn er etwas möchte, dann wird er das erlangen. Wenn er heiraten möchte, dann wird ihm auf jeden Fall gewährt zu heiraten. Und wenn er ein Wort für jemanden einlegt, dann lässt man das durchgehen. Und dann kam ein anderer Mann, der sehr, sehr einfach war, vorbei. Und sie fragten, er fragte sie, was sagt ihr über diesen Mann? Und sie sagten, das ist jemand, der nichts zu sagen hat. Jemand, wenn er versucht, ein Wort für jemand anderen einzulegen, es wird nicht gehört. Und jemand, der, wenn er heiraten möchte, abgelehnt wird. Und dann sagte der Prophet zu Hause, dieserjenige, über den ihr gerade geredet habt, fällt gerade der Wortlaut nicht ein, deswegen gebe ich es ungefähr wieder. Ja, ist viel mehr wert am jüngsten Tag in der Waage und viel schwerer in der Waage als der andere, ja, von dem ihr gerade geredet habt. Es geht nicht darum, wie gesagt, diese Äußerlichkeiten, sondern es geht darum, was ich im Herzen habe. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt ja, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah schaut nicht auf eure äußeren Gestalten. Er schaut nicht auf eure Körper. Sondern er schaut auf eure Herzen und auf eure Taten. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, was ich verstehen muss. Und deswegen lasst uns versuchen, bescheiden zu sein. Für Allah. Ich kann erfolgreich sein und trotzdem bescheiden sein. Ich kann erfolgreich sein im Leben und trotzdem bescheiden sein. Ich kann vermögend sein und trotzdem bescheiden sein. Es gab Leute, subhanallah, unter denen auch den Salaf Salah, die waren unglaublich reich gewesen. Unglaublich reich, aber wenn du mit ihnen geredet hast, hast du das Gefühl gehabt, sie sind auf derselben Stufe. Kein Unterschied. Unglaublich reich, aber kein Unterschied. Wir haben große Gelehrte, subhanallah, die hatten wirklich Vermögen, das kann man sich kaum vorstellen. Große Gelehrte. Aber wenn du mit ihnen geredet hast, ja, du hattest das Gefühl gehabt, sie sind genau auf derselben Höhe wie du. Erheben sich nicht über andere. Und deswegen, das eine schließt das andere nicht aus. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, und auf drei Dinge schwöre ich. Nummer eins. Ma naqasa malun min sadaqa. Kein Vermögen wird weniger durch eine Spende. Nummer zwei. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Und Allah mehrt einem Diener durch Vergebung nur den Stolz. Und Nummer drei. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Und keiner ist für Allah bescheiden, außer dass Allah ihn erhöhen wird. Also wir sehen, subhanallah, der Grund, warum Iblis abgelehnt hat, ist Hochmut gewesen, Rassismus gewesen. Diese schlimmen Krankheiten, vor denen ich mich als Muslim schützen muss. Und jetzt gibt Allah Ta'ala Iblis Aufschub, nachdem er ihn verbannt hat aus seiner Barmherzigkeit. Qala Rabbi, genau, dann sagt Allah Ta'ala, Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Er sagte, dann geh aus ihm heraus, also aus dem Paradies. Denn du bist der Steinigung würdig. Du bist verdammt verflucht. Und gewiss, auf dir liegt beim Fluch bis zum Tag des Gerichts. Bis zum Tag des Gerichts bist du verflucht. Ausgeschlossen aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis erbittet aber Allah noch um eine Bitte. Und Allah lässt das zu. Das heißt, Allah ta'ala ist so barmherzig, dass er sogar in diesem Moment, wo er sich ganz klar gegen Allahs Befehl aufstellt, immer noch die Möglichkeit gibt,
Allah um etwas zu bitten. Und Iblis, er fragt Allah, قَالَ رَبِّي فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Er sagte, mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er bittet Allah um etwas. Und das ist etwas sehr Wichtiges für unsere Aqide. Und zwar, wenn man sich Hollywood-Filme anschaut oder teilweise auch so, ja, über weiß ich nicht, mit Teufeln, Engeln etc. gibt es sehr, sehr, sehr viele Filme. Dann bekommt man häufig das Gefühl, der Teufel ist fast schon selbst Gott. Oder? Es wird so dargestellt, als wäre er sozusagen eine Macht neben Gott. Iblis hat gar keine Macht. Iblis hat Allah um etwas gebeten und Allah hat ihm das gewährt. Warum? Darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, inshallah. Warum Allah das zugelassen hat, dass Iblis überhaupt noch weiterlebt? Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Gleich jetzt, inshallah. Aber zunächst erst einmal, worauf deutet das hin? Der Shaitan ist schwach. Inna kayda shaitani kana was? Da'ifa. Die List des Shaitans ist schwach. Der Shaitan hat keine Macht. Allah hat ihm lediglich Aufschub gewährt. Und deswegen, am jüngsten Tag, was wird der Shaitan sagen? Der Shaitan, er wird eine Rede in der Hölle halten. Ich suche mal genau die Übersetzung. Die Vers raus, genau. Surat Ibrahim, Vers Nummer 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ كَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Und der Shaitan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist, also am jüngsten Tag in der Hölle, wird er eine Rede halten. Gewiss, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Und ich habe euch etwas versprochen, es aber dann gebrochen. Knallhart. Seid auf mich reingefallen. Knallhart, ihr seid auf mich reingefallen. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. Das war alles. Ich habe euch weder gezwungen, noch habe ich eine Waffe an euren Kopf gehalten, noch habe ich euch irgendwie, keine Ahnung, geschlagen, euch etwas angedroht. Ich konnte nur reden. Ich war ein guter Redner gewesen. Ich habe gut eingeflüstert. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht machen. Das heißt, er ist eigentlich schwach. Ich brauche nur einmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim zu sagen und schon ist er weg. Ich brauche nur einmal der Adhan zu erklingen, zu ertönen und schon ist er weg. Ich brauche nur einmal zu sagen, dreimal zu pusten, A'udhu billahi minash shaitanir rajim und schon ist er weg. Schau mal, wie schwach er ist. Und genau das sagt er dann am jüngsten Tag in der Hölle. Und dann sagt er, وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Ich kann euch nicht zu Hilfe kommen, ihr könnt mir nicht zu Hilfe kommen. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ. Ich weise es von mir, dass ihr mich zuvor Allah beigesellt habt. إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Gewiss, für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. Also nochmal ganz klar, der Shaitan ist schwach. Der Shaitan hat lediglich was bekommen? Aufschub von Allah subhanahu wa ta'ala. Aufgrund der Weisheit Allahs, des Wissens Allahs, der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Shaitan Aufschub gewährt. Und jetzt sagt der Shaitan, damit wir auch diesen Abschnitt inshallah in Surat Sad bis zum Ende jetzt auch durchlesen, bevor wir jetzt auf die Frage eingehen, warum hat Allah Ta'ala ihm überhaupt Aufschub gewährt? قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wurde. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Bis zu dem Tag, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Und dann sagt er, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ. Guck mal, jetzt wieder, er sagt, ich kann das nur mit deiner Kraft tun, mit deiner Macht tun. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Er sagte, nun, bei deiner Macht, der Shaitan schwört bei der Macht Allahs. Er weiß, dass die Macht ausschließlich bei Allah liegt. Und wenn Allah ihm diesen Aufschub nicht gewährt hätte, hätte er niemals etwas tun können. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Er sagte, nun bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung fallen lassen. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Es ist ihm klar, er kann nicht auf jeden Einfluss. Nur auf bestimmte Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولٍ. Er sagte, es ist die Wahrheit. Und ich sage, ja, die Wahrheit.
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen füllen, die dir folgen. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. Achso, das sind jetzt die Worte des Propheten Zorzan. Bis hier ist dieser Abschnitt. Und das wird immer wiederholt, in verschiedener Art und Weise, mit Einzelheiten, auf die wir jetzt nicht, die müssen wir jetzt nicht alle Stellen vorlesen. Ja? Das sind jetzt das, was wir wissen müssen, dass Allah Ta'ala dem Shaitan Aufschub gewährt hat. Hier stellt sich natürlich die Frage, das ist eine sehr wichtige Frage. Warum hat Allah Subhanahu wa Ta'ala Iblis Aufschub gewährt? Was ist der Grund? Warum lässt Gott überhaupt Böses zu und Schlechtes zu? Das ist eine grundlegende Frage, auf die wir eine Antwort benötigen. Weil viele Menschen stellen sich genau diese Frage. Diese Theodizee-Frage nennt man sie auch. Ja, in der christlichen Theologie. Ja, warum lässt Gott das Böse zu und das Schlechte zu? Gott ist doch das Gute. Wie kann er denn das Schlechte zulassen? Ist das nicht ein Widerspruch? Immer wieder, wenn man mit nicht religiösen Menschen spricht oder nicht gläubigen Menschen, aber auch manchmal mit Muslimen, die das nicht verstanden haben, bekommt man diese Frage gestellt. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es schlechte Menschen? Warum gibt es Hunger auf dieser Welt? Warum gibt es jenes? Warum gibt es überhaupt den Satan, den Shaitan? Wie können wir jetzt darauf antworten? Was ist der Grund? Was ist die Hikmah? Zunächst einmal müssen wir eines sagen. Die Hikmah Allahs ist etwas, diese Weisheit Allahs, warum er etwas tut, ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen können. Aber wo wir nicht wirklich alles umfassen können. Das heißt, wir werden niemals die Weisheit Gottes vollständig umfassen können. Geht gar nicht. Wir können versuchen, uns zu überlegen, warum. Gibt uns vielleicht auch der Koran Antworten darauf? Ja, der Koran gibt uns Antworten auf viele dieser Dinge. Damit wir das verstehen. Die erste Antwort ist in dem, was wir eigentlich schon letzte und vorletzte Woche besprochen hatten. Und was wir dann auch in Surat al-Baqarah vorfinden, wo die Engel gefragt haben, wie kannst du, o Allah? Also die Engel haben eigentlich schon genau diese Frage gestellt. Diese Theodizee-Frage, warum lässt Gott Schlechtes zu, haben die Engel schon gestellt. Wie kannst du jemanden erschaffen, der Blut vergießen wird und Unheil stiften wird? Allah sagt, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Zunächst heißt einmal, ein Hauptgrund, warum das Böse und das Schlechte zugelassen wird, ist, weil der Mensch einen freien Willen hat. Wenn wir von einem freien Willen sprechen, dann sprechen wir darüber, dass jemand sich sowohl für das Gute als auch für das Schlechte und das Böse entscheiden kann. Wäre der Mensch nur in der Lage, das Gute zu tun, was wäre dann? Dann hätte er nicht einen freien Willen. Vielleicht nur in einem bestimmten Bereich, nur im Bereich des Guten. Ihr könnt sich vielleicht entscheiden zwischen zwei guten Dingen. Aber es wäre nicht wirklich der freie Wille. Er würde sich nicht wirklich frei fühlen. Ich gebe euch ein Beispiel. An euch selbst. Die meisten von euch sind noch relativ jung, in der Pubertät. Ja, leben vielleicht noch zu Hause bei ihren Eltern. Und immer wieder sagen euch eure Eltern, macht das oder jenes. Und häufig wird es wahrscheinlich Diskussionen gegeben haben, wo ihr gesagt habt zu euren Eltern, ja, aber ich möchte meine eigene Erfahrung machen, ich muss es doch auch lernen. Das heißt, obwohl du vielleicht weißt, dass deine Eltern recht haben mögen, möchtest du trotz alledem selbst deine Erfahrung machen. Du würdest dich eingeengt fühlen, wenn deine Eltern dir alles verbieten würden, oder? Wenn deine Eltern bei jeder Sache sagen würden, nein, du darfst das nicht. Obwohl vielleicht darin eine Gefahr bestehen würde, würdest du dich eingeengt fühlen, wie in einem Gefängnis. Und du wirst sagen, aber ich möchte auch mal ein bisschen Freiheit haben. Habt ihr kein Vertrauen in mich? Wenn wir also sagen, der Mensch hat einen freien Willen, dann zieht das auch nach sich die Konsequenz, dass er sich sowohl für das Gute entscheiden kann, als auch für das Schlechte entscheiden kann. Und vieles von dem, was wir heute an Schlechtem sehen auf dieser Welt, ist genau darauf zurückzuführen, nämlich auf die Handlung des Menschen. Und Allah Ta'ala gibt uns hier auch einen Hinweis darauf. Und zwar in der Sura Ar-Rum.
Ich suche euch genau den Vers raus, wo Allah Ta'ala sagt, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Surat Ar-Rum, Vers Nummer 41. Die Surat 30, Vers Nummer 41. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Mit anderen Worten, vieles von dem, was heutzutage an Schlechten da ist, ob es Hungersnöte sind, ob es Kriege sind, dafür ist der Mensch selbst verantwortlich. Die Gier des Menschen. Die Gier des Menschen. Die Handlung des Menschen. Aber Allah Ta'ala erlässt es zu, weil der Mensch nun mal den freien Willen hat. Und das dazu gehört dann auch, diese Konsequenzen zu tragen. Ebenfalls, ist ganz wichtig, bestimmte göttliche Eigenschaften kommen erst dadurch zum Vorschein, dass es überhaupt das Schlechte gibt. Beispiel. Der Name Allahs At-Tawwab. At-Tawwab, was heißt At-Tawwab? Was bedeutet At-Tawwab? Der Reue annehmende. Der Reue annehmende. Dieser Name kommt erst dadurch zum Vorschein, dass es überhaupt Menschen gibt, welche sündigen. Würde es keine Menschen geben, die sündigen, dann könnte es in diesem Sinne auch nicht wirklich eine Taube geben. Und Allah Ta'ala ergibt sich den Namen At-Tawwab, ergibt sich den Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, all diese Namen, die auf die Barmherzigkeit Allah Subhanahu wa Ta'ala hindeuten und die erst dadurch zum Vorschein kommen, dass der Mensch, der etwas Schlechtes getan hat, dementsprechend dann auch zu seinem Schöpfer zurückkehren kann. Und darin liegt ebenfalls eine Weisheit in der Schöpfung des Menschen. Und wir hatten diese Überlieferung auch schon beim letzten oder vorletzten Mal erwähnt gehabt, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ, bei dem, in dessen Hand Allahs Name ist, in dessen Hand نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ, Seele ist, Mohammeds Seele ist, in dessen Hand Mohammeds Seele ist. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا, würdet ihr nicht sündigen. لَا ذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ, würde Allah euch nehmen. Er würde mit einem Volk kommen. Yuznibun, welches sündigt. Fayastaghfirun Allah. Und die daraufhin Allah um Vergebung bitten. Fayaghfir lahum. Woraufhin Allah ihm vergibt. Dann, ebenfalls eine andere Kategorie von Namen, wird erst dann deutlich und kommt erst dann zum Vorschein, wenn es Menschen gibt, welche gegen Allah rebellieren. Wie beispielsweise Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Hakam, Al-Adl. Der Gerechte, der Richter, derjenige, der erniedrigt und derjenige, der erhöht. Das sind alles Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, alles Eigenschaften Allahs, die erst dadurch zum Vorschein kommen können, dass es Menschen gibt, welche wie Iblis gegen Allah und gegen den Befehl und das Gebot Allahs rebellieren und sich dagegen aufstellen. Und es gibt noch sehr viele, sicherlich, andere Gründe, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala auch das Schlechte und das Böse zugelassen hat. Aber ich möchte es bei diesen Dingen belassen und jetzt auf den nächsten Punkt eingehen, den wir heute nicht ganz zu Ende diskutieren können. Wir haben, wie gesagt, dann noch einen vierten Teil bezüglich Adams, aber der unglaublich wichtig ist und über den man eine eigene Vortragsreihe machen könnte. Und zwar, es geht jetzt darum, dass Adam a.s. erschaffen wurde. Die Engel haben sich vor ihm niedergeworfen. Wir haben ja auch darüber letztes Mal gesprochen gehabt, was die ersten Worte von Adam waren. Was waren die ersten Worte von Adam gewesen? Ja? Alhamdulillah, als er genießt hat. Ja? Und dann, was war das zweite gewesen? Assalamu alaikum. Ja? Wir hatten auch darüber gesprochen, warum Alhamdulillah, warum Assalamu alaikum, dass darin auch sehr, sehr tiefe Weisheiten stecken. Und jetzt ist Adam im Paradies. Ich stelle sich die Frage, welches Paradies ist gemeint? Darauf gehen wir auch nächste Woche nochmal ein, inshallah, wenn wir darüber sprechen, wie Adam a.s. dann das Paradies verlassen muss. Ob es ist wirklich Jannatul Khuld, es ist das Paradies der Ewigkeit oder es ist ein anderes Paradies. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Einige mögen jetzt verwundert sein und verwirrt sein, wie ist doch klar, das Paradies, gibt doch nur ein Paradies. Nein, eben nicht. Ja? Wir wissen es nicht genau.
Aber er ist jetzt im Paradies, in einem Paradies, und er hat eigentlich alles, was er braucht. Allah Ta'ala, er sagt in Surah Taha, Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara. Ja, du hast jetzt für dich, dass du keinen Hunger haben musst, noch musst du nackt sein. Surah Taha, Vers Nummer 118. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist. Und dass du darin weder dürstest noch Sonnenhitze erleidest. Adam a.s., er befindet sich jetzt im Paradies. Aber er ist allein. Und Abdullah ibn Abbas und einige andere sagen, er hat sich jetzt irgendwie einsam gefühlt. Ja, schön, man hat alles, aber irgendwie kann man sein Glück mit jemandem anderen teilen. Und jetzt kommt ein weiteres Wunder Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar Allah ta'ala, er erschafft jetzt für Adam einen Partner, eine Partnerin. Zawj, eine zweite Seele. Und dieses Wunder, insha'Allah ta'ala, das wollen wir uns nächstes Mal etwas genauer anschauen und auch dann diese Sünde oder den Fehler, den Adam alayhi salam begangen hat, inwiefern dann Hawa mit daran beteiligt gewesen war oder nicht. Und wir noch mal einen kleinen Vergleich ziehen zwischen dem Alten Testament und zwischen dem Koran diesbezüglich. Und wir werden auch noch eine andere, sehr, sehr essentielle und wichtige zeitgenössische Frage eingehen, die uns alle beschäftigt. Und zwar, wir werden uns die Frage stellen, wie wir Muslime eigentlich zu der gesamten Gender-Debatte stehen. Das ist eine Debatte, die uns alle etwas angeht und die momentan so stark auch den Menschen aufgezwungen wird in dieser Gesellschaft, nicht nur in dieser Gesellschaft, in vielen Gesellschaften, dass wir Muslime auch gucken müssen, wie positionieren wir uns eigentlich dazu. Weil wir brauchen ja auch eine Position. Ich muss ja als Muslim wissen, wo stehe ich eigentlich sozusagen in dieser gesamten Debatte. Deswegen werden wir nächste Woche auch mal genau darauf eingehen. Ja, erstens, wie wurde Hawa erschaffen? Sehr wichtig. Ja? Was sagt der Koran dazu? Was sagt die authentische Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam dazu? Und wie stehen wir eigentlich zu diesen Fragen? Soziales Geschlecht, biologisches Geschlecht. Das sind alles sehr, sehr wirklich wichtige, grundlegende Fragen, auf die ich als Muslim gerade hier im Westen auch eine Antwort benötige, weil das beschäftigt mich Tag und Nacht in der Schule. Tag und Nacht wird von mir verlangt, dass ich mich mit dieser Sache beschäftige. Und dafür brauche ich auch eine Position. Weil ich sage euch ganz ehrlich, eine der größten Herausforderungen, welche wir Muslime haben in den nächsten Jahren, ist genau diese Frage, die Genderfrage. Und davon hängen viele Dinge ab. Sehr, sehr viele Dinge ab. Und man versucht gerade auf Muslime großen Druck auszuüben, weil, sage ich mal, gerade bei Muslimen, ja, man noch davon ausgeht, dass es da aus Sicht sozusagen der Gender-Vertreter oder die Vertreter dieser, sage ich mal, Ideologie, ja, man noch sozusagen überhaupt, also kaum Menschen erreichen konnte. Und man versucht gerade da sehr großen Wert darauf zu legen. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, wir als Muslime haben ein grundsätzliches Problem hier im Westen. Und zwar, damit schließe ich auch ab, insha'Allah ta'ala, ja, auf der einen Seite haben wir in Muslime, im Westen grundsätzlich Parteien und auch Bewegungen, welche eigentlich, was diese Fragen betrifft, eher unser Verständnis von Familie, von Gesellschaft vertreten, aber gerade diese Menschen und diese Parteien ein Problem mit Muslimen haben und ihrem Bekenntnis. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, welche mit Muslimen an sich kein Problem haben, aber welche nur bereit sind, dann mit Muslimen zusammenzuarbeiten, wenn sie auch dann sich ihrer Ideologie annehmen. Gerade wenn es um Diversity und all diese Fragen geht, wo wir als Muslime auch mit einigen Aspekten dann durchaus Probleme haben. Also wir befinden uns in gewisser Weise auch in einer Zwickmühle. Es ist nicht einfach, sich da zu positionieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Muslime uns darüber Gedanken machen. Beschäftigen, auch lesen, Bescheid wissen, ja, und dann auch eine eigenständige Position haben. Weil hier geht es wirklich um grundlegende Fragen, die auch meinen Iman betreffen. Und dementsprechend um mein Weltbild betreffen. Und es gibt nicht wenige, und ich sage euch das ganz ehrlich, die aufgrund dieser ganzen Gender-Thematik auch Schritt für Schritt vom richtigen Weg abgekommen sind. Und teilweise Positionen vertreten, die diametral der islamischen Position gegenüberstehen.
Aber dazu nächste Woche dann mehr, inshallah ta'ala. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gerade für unsere jüngeren Geschwister jetzt zu viel. Ja? Aber trotzdem ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, worauf wir inshallah ta'ala dann auch nächstes Mal eingehen werden. Das heißt, nächste Woche bi'idhnillahi azza wa jalla versuchen wir dann die Geschichte von Adam alayhi salam abzuschließen. Ich hoffe, wir schaffen das inshallah ta'ala. Entschuldige, dass ich manchmal so aushole, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns etwas tiefgründiger gerade mit diesem Propheten beschäftigen. Subhanakallahumma wa bihamdik, inshallah an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ganz kurz noch. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.